Herzlich willkommen zurück zu Train Simulator, zu einer weiteren Fahrt. Diesmal auf der Strecke München-Garmisch und wir fahren im Berufsverkehr mit der Baureihe 426, mit der ich noch gar nicht gefahren bin bislang, von Pasing nach Weilheim. So, hallo Kollege, es sind nur eine Handvoll Unterwegshalte, aber die Bahnsteige sind voll mit Pendlern, die zur Arbeit wollen. Abfahrt ist 7.39 Uhr, achten Sie bitte auf den Fahrplan. Ich werde mir Mühe geben. So, wir fahren nach Weilheim in Oberbayern, lassen direkt mal die Passagiere zusteigen. So, schauen wir mal. SIFA aktiviert, PZB aktiviert und ich vermute mal, dass sich dieses Triebfahrzeug schon durchaus ähnlich verhält wie die 423. Deswegen bin ich erstmal guter Dinge, dass ich das Ding hier einigermaßen vernünftig schaukeln werde. Beleuchtung ist bereits an. Also mir wäre neu, dass diese Triebfahrzeugreihe als S-Bahn eingesetzt wird. Kann mich natürlich irren, möglicherweise vielleicht mal irgendwie so als eine Art Aushilfsdienst oder Verstärker oder sowas in der Richtung, aber mir wäre das gänzlich neu. So, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht den Fahrplan einigermaßen einhalten können. Befreien uns aus dem Startprogramm der PZB und wir haben ja nicht allzu viele Aufenthalte, das heißt, Starnberg ist der nächste Aufenthalt. Ja, das Wetter wird es wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher machen, den Fahrplan einzuhalten, das kann ich mir jetzt schon gut ausmalen. Ich versuche mal ein bisschen mit Sand nachzuhelfen hier beim Beschleunigen. So, Tempo 100 haben wir hier. Schön die Signale im Auge behalten. Das ist übrigens eine Standardaufgabe, also die habe ich jetzt nicht irgendwie runtergeladen extra, sondern das ist einfach ein Karriereszenario, das bei der Strecke dabei ist. Was ja nicht schlecht sein muss, ne? Also okay. Wo sind wir denn hier eigentlich? Das müsste doch... Da. Wo sind wir denn? Ach, am Westkreuz sind wir gerade vorbeigekommen. Okay. Alles klar. Ach, die Strecke ist das. Ja, okay. Also ich habe es ungefähr auf dem Schirm, glaube ich, wo wir hier entlang fahren. Allerdings fehlt mir jetzt in dem Bereich halt auch noch gänzlich die Streckenkunde. Ich bin ja, glaube ich, bislang nur bis... Also von Garmisch bis nach Murnau gefahren. Das war, glaube ich, die erste Aufgabe auf dieser Strecke. Und jetzt fahren wir quasi in andere Richtung eben, ne? Das wollte ich damit sagen. In die entgegengesetzte Richtung von Pasing kommend, also von München aus, jetzt hinaus aufs Land. Was hat der denn eigentlich, Vmax? Ich würde ja fast vermuten, 120, kann das sein? Steht das hier irgendwo? Kann es auf die Schnelle nicht erkennen. Also ich schätze mal 120, weil er hat sich jetzt schon relativ schwer getan. Mal schauen, was wir rausholen können aus der Kiste hier. Maximal 140, würde ich mal tippen. Aber ich bin jetzt schon bei 100% Beschleunigung und er tut sich... Naja, es geht schon noch ein bisschen was. Na, wobei, der Tacho geht bis 180. Also 140 müsste eigentlich schon drin sein, vermute ich. 120 wäre schon ein bisschen arg wenig für so ein Triebfahrzeug. So, Gräfelfing und wir sind noch pünktlich. Na, aber mehr, recht viel mehr, glaube ich, kann ich nicht rausholen aus der Kiste. 131. Dann lass mal das Ding mal ein bisschen dahin rollen.
So, wie weit haben wir es denn eigentlich bis nach Starnberg? Knapp 14,5 Kilometer. Ich muss auch unbedingt zusehen, dass ich eine Aufgabe für die 420er für diese Strecke finde. Also die passt da, glaube ich, auch sehr, sehr gut hin. So. Das ist nicht unser Vorsignal. Okay, also ich glaube, das läuft einigermaßen geschmeidig dahin jetzt erstmal bis Starnberg. Das sollte schon einigermaßen gut über die Bühne gehen. So, ich hatte ja letzte Folge schon mal erwähnt, was ich mir so zu kaufen gedenke in naher Zukunft. Was ich ganz vergessen hatte zu erwähnen, dass also im Köblitzer Bergland, die Strecke habe ich auch ganz weit oben auf der Liste. Die bekommt man zwar nicht über Steam, soweit ich richtig informiert bin. Deshalb brauche ich da natürlich nicht auf einen Sale warten. Aber ich denke mal, sobald ich Urlaub habe und dann ein paar Tage Zeit habe, ein paar Tage frei habe, dann werde ich die auch noch einpacken. Also, weil die lohnt sich scheinbar wirklich. Kostet, glaube ich, irgendwas um die 30 Euro. Und es gibt ja auch nochmal eine überarbeitete Version namens im Köblitzer Bergland Reloaded. Da muss ich jetzt nochmal schauen, ob das, also vielleicht weiß das jemand von euch. Ich denke, das sind nicht wirklich, also man muss nicht zwei Strecken kaufen, oder? Man muss nicht quasi im Köblitzer Bergland und Reloaded kaufen, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, dann kauft man die einfach einmal und kann sich dann dieses Upgrade eben, also die Reloaded-Strecke einfach noch gratis runterladen. Ich glaube, dass ich da richtig liege. Hoffe ich mal. Sonst wäre es ein bisschen teuer. Naja, wobei, also andererseits, da muss man ja nur die Reloaded kaufen. Hoffe ich mal. Also, wenn mich da noch jemand in Kenntnis setzen könnte, der sich da auskennt, da wäre ich recht dankbar für. Aber die Strecke an sich, also die ist auf jeden Fall fest eingeplant, dass ich mir die noch hole. Die scheint ja schon wirklich sehr, sehr gelungen zu sein. Und auch abwechslungsreich, also was ich gelesen habe. Und es wurde ja auch schon mal in den Kommentaren erwähnt, dass da halt einfach von allem so ein bisschen was dabei ist. Eine Schnellfahrstrecke ist offenbar mit dabei und dann auch noch irgendwie eine kleine Nebenbahn, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Also die hat einfach einiges zu bieten. Und wohl auch relativ beliebt in der Community, deswegen gehe ich mal davon aus, da werden sich auch viele schöne Aufgaben einfach finden lassen. Ja, so sieht's aus. Das sind die Pläne für die nahe Zukunft. Baureihe 103, Baureihe 151, Köblitzer Bergland. Und mal schauen. Ach ja, der ICET eben. Aber der eben nur, wie gesagt, wenn er halt im Sale auftaucht. Und möglicherweise noch irgendeine andere Strecke, wenn es gerade reduziert ist. Mannheim-Karlsruhe soll auch nicht so verkehrt sein. Also da konnte ich mir noch nicht wirklich eine Meinung bilden. Muss ich mir vielleicht mal ein paar Videos ansehen. Aber ich glaube, dass die auch nicht so verkehrt ist. Oh ja, und vielen Dank nochmal für den Hinweis, der reinkam. Das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, dass es ja für den Hamburger Raum auch irgendwie 3 oder 4 Freeware-Strecken gibt. Da habe ich noch nicht alle Voraussetzungen, weil ich glaube, da braucht man relativ viele, wenn nicht sogar fast alle deutschen Strecken. Naja, alle wahrscheinlich nicht, aber man braucht schon einige und definitiv habe ich da noch nicht alle, die benötigt sind, aber... Das sieht auch alles vielversprechend aus. Also gerade halt auch der Bereich zwischen Hamburg-Altona, Sternschanze, Dammtor, so, das hat mir halt echt gefehlt, als ich mir die Strecke Hamburg-Hannover geholt habe. Fand ich ein bisschen schade, dass das einfach ausgelassen wurde. Hätte vielleicht den Rahmen einfach ein bisschen gesprengt, das mag sein, aber also wenn das halt in dieser Freeware-Strecke mit dabei ist, also dann freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Dann lohnt sich das. Und dann lohnt sich es halt auch einfach die Voraussetzungen zu schaffen, indem man sich eben die Strecken einfach noch kauft, die man benötigt. Also mal schauen, ist auf jeden Fall auf der Liste, diese Hamburg-Strecken, die es da gibt. 3 oder 4 Stück sind's.
Weil so für den südlichen Raum bin ich jetzt eigentlich sehr gut aufgestellt. Also quasi von meinem Heimatbahnhof ausgehend, wenn man so will. Also im Münchner Raum habe ich ja praktisch jetzt alles, glaube ich. Mehr dürfte es nicht geben. München-Augsburg, eben jetzt diese Strecke hier. Und dann habe ich ja noch München-Rosenheim. Und mehr gibt es, glaube ich, einfach nicht. Für diese Strecke gibt es natürlich noch eine Erweiterung Richtung Österreich runter. Die Mittenwaldbahn. Wäre natürlich auch noch eine schöne Geschichte. Aber dann muss ich auch noch die österreichischen Signalbilder lernen. Wobei das, glaube ich, nicht so schwierig ist. Wenn man die deutschen Signalbilder einmal so einigermaßen drin hat, ich glaube, dann ist das schon machbar. Ups, so viel. Ah, ich wollte gar nicht so fest bremsen. Jeje. Bisschen Konzentration jetzt, bitte. Viel zu früh auf die 60 runtergebremst. Da kann man jetzt direkt nochmal ein bisschen beschleunigen. So, und jetzt rollen lassen. Da ist die Ankündigung. 40 ist angekündigt. Okay, alles klar. Ich bestätige das mal. Und bremse mal geschmeidig runter. Das sollte passen. Naja, eigentlich auch viel zu früh, ne? Tempo 40 wird halt dann da vorne erst sein, wo regulär eigentlich sonst der Tempo 60-Bereich beginnt. Nehmen wir noch mal ein bisschen Fahrt mit. Und dann sind wir eh gleich in Starnberg angekommen. Okay, Tempo 40. Er schließt sich mir im Übrigen jetzt nicht so ganz, warum hier jetzt Tempo 40 ist. Ich glaube nicht, dass wir einen Gleiswechsel vollziehen werden. Aber möglicherweise fährt noch eine S-Bahn voraus oder sowas in der Richtung. Ja, dann müsste man doch theoretisch auch gleich den Starnberger See zu sehen bekommen. Der müsste dann, ich glaube, links sein. Nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Hier ist natürlich jetzt auch eine ziemliche trübe Suppe hier mit dem ganzen Nebel. Dann sieht man wahrscheinlich einfach nicht so viel. Aber da, ach ja, doch, tatsächlich, da ist der Starnberger See. Okay, cool. Ja, muss ich mal bei Gelegenheit noch eine Aufgabe raussuchen, wo das Wetter einfach ein bisschen angenehmer ist, damit man hier auch ein bisschen was sieht. Ja, es ist also in der Realität ist das hier schon eine wunderschöne Gegend. Na, oh, da laufen sie schon wieder über die Gleise. So. Was sagt der Fahrplan? 7,52. Oh, wir sind voll im Soll. Sehr schön. Das hätte ich so jetzt nicht unbedingt erwartet. Die Mega-Punkte-Ausbeute wird es wahrscheinlich nicht geben, das ist, weiß ich jetzt schon. Das habe ich mir schon so ein bisschen ruiniert mit der Beförderungsqualität. Aber ich sag mal so, die Leute sollen froh sein, wenn sie einigermaßen heil und pünktlich am Ziel ankommen. Und ein paar blaue Flecken muss man bei mir eben verschmerzen, wenn man hier mitfährt. Das ist nun mal so. Aber schön umgesetzt hier Starnberg, soweit ich das beurteilen kann. Schön. (lacht)
Mr. Cool J, yo. Cool. Das sind so die Details, die gefallen mir halt. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob das in der Realität hier wirklich so aussieht, aber wahrscheinlich schon. Dönerbox gibt's, Hamburger, Cheeseburger. Alles, was das Herz begehrt. Keine Leberkässemmeln. Ja, wir fahren weiter. Wenn es doch keinen Leberkäse nicht gibt. In Weilheim gibt's bestimmt einen Leberkäse. Ganz bestimmt. So. Tempo 40. Dann fädeln wir uns mal geschmeidig wieder auf die Hauptstrecke ein. Schon schön gemacht, die Strecke, ne? Also, die kann sich schon sehen lassen. Gerade mit dem Upgrade, was ich wirklich nur empfehlen kann. Oder vielleicht besser nicht mehr empfehlen sollte an der Stelle, weil es gibt, man findet es ja nicht mehr. Also, ich habe auch extra nochmal nachgesehen. Da hatte ich echt großes Glück, dass ich mir das noch rechtzeitig alles runtergeladen habe, weil jetzt ist das halt nicht mehr verfügbar. Es darf wohl intern noch weitergegeben werden, das habe ich jetzt gelesen. Also, das heißt, wenn man das unbedingt haben will, dann kann man sich halt in diesem Forum anmelden und irgendwo mal nett nachfragen. Dann wird einem da schon irgendjemand zukommen lassen, der das ganze Zeug hat. Aber es ist einfach schade, dass man es einfach nicht mehr runterladen kann. Ich glaube, ein oder zwei Upgrades sind noch verfügbar, aber ich weiß nicht auswendig welche. Ich glaube, München-Rosenheim, da kommt man noch dran. Da ist der Download noch verfügbar, aber die meisten sind ja, wie gesagt, leider offline genommen worden. Aber ich kenne da auch die Beweggründe einfach nicht. Also, da habe ich jetzt verschiedene Sachen gelesen. Irgendwer hatte mir mal kommentiert, dass es irgendwie Copyright-Probleme gab. Dann habe ich aber an anderer Stelle wieder gelesen, dass es irgendwelche Streitigkeiten gab mit irgendwelchen undankbaren Usern oder sowas in der Richtung. Aber das sind also keine gesicherten Informationen. Ist ja auch egal. Fakt ist, das Zeug ist nicht mehr verfügbar und das ist extrem schade. So, ich muss unbedingt ein bisschen Tempo aufnehmen hier. Sonst wird das nichts mit der Pünktlichkeit. So, das war jetzt gerade Possenhofen, ah ja doch, auch schon mal gehört, zumindest. Müsste auch alles noch auf Höhe vom Starnberger See sein, der ist ja doch ein bisschen größer. Ich glaube, dass der sich bis nach Tutzing runterzieht. Da dürften wir auch noch dran vorbeikommen zumindest, oder halten wir da vielleicht sogar? Ah, da halt. Ja genau, doch, das wird der nächste Halt. In 6 Kilometern. Schöne Gegend hier.
Also hier an einem perfekten Sommertag kann man es, glaube ich, wirklich aushalten. Zum Wohnen, glaube ich, ein bisschen teuer, wenn man sich den Mietmarkt so anschaut. Gerade Starnberg ist wahrscheinlich das teuerste von den ganzen Ortschaften da um den Starnberger See rum. Nix für Otto Normalverdiener, glaube ich. Liegt da noch Schnee? Sieht was so aus, ne? Tatsächlich, oder? Das soll, ja, wahrscheinlich so Überreste vom Winter noch. Nettes Detail. Nee, also muss ich unbedingt nochmal bei gutem Wetter fahren. Das ist echt ein schöner Abschnitt hier. Gerade hier mit dem See im Hintergrund. Ah, okay, ist ein bisschen weiter weg an der Stelle. Ah, schön gemacht, wirklich. Upsala! Was war das? Ach, die Sifa. Okay. Alles gut, alles gut. Nur keine Panik. Was war das? Okay, jetzt habe ich aber irgendwas ganz massiv übersehen. Zwangsbremsung, wuhu! Ist aber auch eine Weile her, ne? Aber, also da habe ich jetzt, glaube ich, einfach nicht genügend drauf geachtet, was hier passiert. Irgendwas muss ich übersehen haben. Okay, wir sind jetzt im restriktiven Modus. Das wird durch das Wechselblinken signalisiert. Kann ich mich befreien? Ja, okay. Bedauerlich, sage ich mal. Vor allem deshalb, weil ich jetzt so spontan nicht direkt drauf komme, was ich falsch gemacht habe. Muss ich mir echt das Video nochmal anschauen. Das war definitiv die PZB. Habe ich echt irgendein Signal übersehen? Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Aber wir sind aktuell nicht in der Überwachung oder sowas in der Richtung, also... Die 85er-Lampe leuchtet ja einfach nur. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hier ist auch alles normal. Freie Fahrt am Vorsignal. Das reimt sich sogar. So, dann kommen wir gleich nach Tutzingen. Hier haben wir auch Freifahrt. Ja, das war's dann wohl mit dem Fahrplan. Schätze ich mal. Wäre doch äußerst verwunderlich, wenn das jetzt noch hinhauen würde. So, wir erreichen Tutzing. Auf Gleis 3. Der Ausstieg befindet sich links. So, schauen wir mal, dass wir also quasi noch innerhalb der Überdachung anhalten, damit die Leute nicht zu nass werden müssen. Das ist immer witzig, finde ich, mit der KI. Dann bleiben sie stehen, drehen um. So. Auch schick gemacht. Kann man echt nicht meckern bei der Strecke. Da ist Mr. Cool Guy wieder.
lässig im Flanellhemd mit Hütchen und Sonnenbrille bestückt. Und wir sind zumindest noch halbwegs im Fahrplan, oder? Sehe ich das richtig? Abfahrt Tutzing 8.01 Uhr. Naja, okay, nicht ganz. Aber es hat noch irgendwie ein paar Punkte gegeben, tatsächlich. Kaum zu glauben. So, dann mal ein bisschen Konzentration auf dem letzten Teilstück von knapp 14 Kilometern. Schön, wenn man sich so links und rechts ein bisschen umschaut hier auf der Strecke, ne? Das ist schon gut gemacht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es ansprechend. Die Gebäudeauswahl, die netten kleinen Details hier und da. Stimmige Geschichte. Der ist kurzärmlich mit dem Fahrrad unterwegs, der Heini hier gerade am BÜ. Hart im Nehmen. Boah, schön hier rechts der Garten gerade. Aha, ab hier wird es dann direkt eingleisig. Weiß auch nicht, wo das linke Gleis hinführt. Keine Ahnung, ist das die S-Bahn-Strecke? Wobei S-Bahn-Endstation, ich glaube, der S-Bahn-Bereich endet ja schon in Tutzing, glaube ich. Das müsste eigentlich die Endstation sein. So, ein bisschen zu schnell darf ich ja. Wir haben ja auch einen Fahrplan einzuhalten. Acht Uhr neun sollen wir da sein. Das ist ambitioniert. Und wo ich gerade die Hochspannungsleitungsmasten hier erblicke, da, die sind auch in der Mache. Also für Transport Fever. Ich rede immer mal wieder über Transport Fever, nicht wundern. Das bringt das Spiel halt auch so mit sich. Aber das sieht vielversprechend aus, da freue ich mich sehr drauf. Das wird auf jeden Fall nochmal so ein kleines Highlight. Und offenbar auch tatsächlich mit Leitungen verbunden. Also, weiß nicht, wie der Matze Pogel das angestellt hat. Aber die ersten Bilder, die man schon sehen konnte, sehen sehr, sehr vielversprechend aus. Schöne Geschichte. Ist auch allgemein wirklich bemerkenswert, was da an Mods erschienen ist in dem letzten halben Jahr, in dem letzten Jahr. Das ist schon Wahnsinn, was da alles dazugekommen ist, was es mittlerweile für Möglichkeiten auch gibt. Schon, also mehr als bemerkenswert, was die ganzen Modder aus dem Game gemacht haben. Der pure Wahnsinn. Und alles komplett umsonst. Also man muss einfach kein Geld für die Mods zahlen und das darf man schon auch nochmal erwähnen an der Stelle. So, aber wir bleiben mal beim Train Simulator. Ich denke immer noch über diese Zwangse nach. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe doch kein Signal übersehen, oder? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich schweife zwar immer mal wieder ein bisschen ab, aber
Das war schon merkwürdig. Oh, vielleicht. Möglicherweise habe ich den Geschwindigkeitsankündiger zwischendrin übersehen. Den hätte ich natürlich dann vielleicht bestätigen sollen. Das könnte sein. Ja, das ist gut möglich. So, knapp 6 Kilometer noch. Und wir müssten eigentlich ja, in einer Minute schon da sein. Oder? Ja. Aber angesichts der Witterungsverhältnisse, glaube ich, sind wir noch einigermaßen im Soll. Das passt schon. Ein paar Pünktchen werden wir schon ins Ziel schaukeln, so ist es nicht. Ja, sieh an. Das ist hier quasi eine Ausweichstrecke. Sowas in der Richtung. Sollen wir es mal wagen, in die Außenperspektive zu gehen für eine Vorbeifahrtkamera? Jetzt wäre noch eine ganz gute Gelegenheit. Nach der nächsten SIFA. So, jetzt. Oh, der ist nicht schlecht. Schnuckeliges Fahrzeug. So, Weilheim kommt in Sichtweite. 2,2 Kilometer. Unbedingt darauf achten, ob hier irgendwo jetzt mal dieser Geschwindigkeitsankündiger auftaucht. Denn der müsste eigentlich bald kommen. So, naja, ein bisschen zu spät, aber passt schon. Eine Zwangse kassiert, das ist auch noch im Rahmen. So, Ziel erreicht. Wir kommen nach Weilheim. Der Ausstieg befindet sich links. Und da sieht man mal schön, wie die ganzen Verspätungen eigentlich zustande kommen. Dadurch, dass ich jetzt verspätet bin, konnte der Kollege vom Gegenzug natürlich auch nicht rechtzeitig auf die Strecke, weil es ja eingleisig ist. So, angekommen. Lass mal die Leute mal aussteigen. Ich mache noch ein Vorschaubildchen und dann soll es das auch gewesen sein für die heutige Folge. Ja, kann sich eigentlich auch sehen lassen hier, Weilheim. Das ist nicht so schlecht gemacht, glaube ich. Da steht und sie waren an allen Halten pünktlich. Naja.
Also unter uns gesagt, ich weiß ja nicht. Gut, aber egal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Adieu, macht's gut.